Platz. Finde Kaffee. Ja, wir haben es gerade gesehen. Dein letzter Satz war gerade, Reime schön und gut, aber sie müssen Sinn machen. Aber welchen Sinn macht denn dann zum Beispiel die Zeile aus einem Song von dir, die Forelle auf der Schwelle? Das habe ich jetzt nicht verstanden, welcher Sinn da drin ist. Das ist aus dem Paten, aus dem Kinofilm Der Pate. Glaube ich zumindest, weil du musst den Moos fragen, der hat das geschrieben. Ach so, ja, also ja. Ich dachte, der Text wäre jetzt auch von dir. Nee, pass auf, ist von Moses. Mhm. Da gibt es dann noch so eine Stelle, das ist, glaube ich, bei Es ist soweit. Da heißt es, viele Bubis, aber kein Ignaz. Aha. Ist das nicht ein Karlauer, der ein bisschen in die falsche Richtung geht? Also für diejenigen, die es nicht wissen, Ignaz Bubis, Harald. Aber hier, damit man das auch hört, Ignaz Bubis ist, glaube ich, der Vorsitzende des Zentralrates der Juden. Ne? Und so ein Satz dann, viele Bubis, aber kein Ignaz, Shalom, Shalom, Shalom. Ist das nicht ein Karlauer, der ein bisschen zu weit geht? Für mich nicht. Ich finde, ich sag's ja nicht in dem Sinne, wie das manche Menschen verstehen könnten. Das ist ein einfaches Wortspiel. Also einfach. Mhm. Also da kein ernstzunehmender Hintergrund. Kein ernstzunehmender Hintergrund. Aber was willst du denn eigentlich mit deinen Texten jetzt rüberbringen? Das ist eine Frage, die mit Sicherheit jetzt ständig gestellt wird. Aber die musst du dir eigentlich auch gefallen lassen. Denn in deinen Texten heißt es immer, mach mich nicht an und so weiter, sehr aggressiv. Worum geht's dir denn eigentlich? Ah ja, nicht nur, es geht nicht nur um mach mich nicht an. Es gibt es, ich würde sagen, die Texte basieren auf Gefühle, Erfahrungen und Stimmungen. Also eigentlich mein Leben, alltägliche Sachen. Mhm. Ja, also wenn das alltäglich ist, was du da beschreibst, was man übrigens jetzt auch auf der Tournee, die gerade läuft, hören kann. Es gibt noch ein paar Termine, die laufen jetzt gerade auch unten durch, das seht ihr dann. Das ist schon sehr aggressiv. Da fällt wirklich sehr oft sowas wie, ich hau dir auf die Fresse oder mach dich zu Hundefutter, schick dich zu deiner Mutter. Aber warum denn eigentlich? Gegen wen richtet sich das denn? Ja, ich meine, wenn du einen Hals hast auf irgendjemanden, dann denkst du doch auch, ich hau dir gleich eins aufs Maul, oder nicht? Nein, nicht unbedingt. Also oh. Ich denk da nicht sofort, dir hau ich gleich eins aufs Maul. Aber ich meine, ich weiß dann ja immer, gegen wen sich das richtet. Und hier bei dir weiß ich es jetzt nicht. Das ist so eine fiktive Person oder Gruppe und ich weiß nicht, wer das ist. Wen meinst du? Ja, es ist die Menschen, die mich echt mal abgeturnt haben, die wissen dann auch schon, wer gemeint ist. Aber es geht halt nicht in dem, ich benenne die Person nicht. Es ist ein Gegner, den ich da anspreche. Also ich spreche ihn ja nicht direkt darauf an, aber die Menschen, die mich da abgeturnt haben, die wissen das schon ganz genau. Und meinst du denn, das ist verständlich für die Leute, wenn du da jemanden, du weißt zwar, wen du meinst, aber die Leute wissen nicht unbedingt, wen du meinst. Meinst du, das überträgt sich so? Oder bleibt da einfach nicht nur Aggressivität? Ja, ich schreibe ja auch Aggressivität, nicht. Sorry. Ich schreibe ja meine Texte nicht für bestimmte Menschen, sondern in erster Linie für mich selber. Was ist da mit Gary? Naja, egal. Gary von Tech Red schreibt ja auch immer seine Texte selbst. Und du hast jetzt gerade gesagt, bei dir hilft auch schon mal der Thomas H. oder der Moses P. Das steht für Pelham. Und Moses Pelham, der Kopf der Gruppe Rödelheim-Hartrein-Projekt, kennt ihr alle. Der hat auch jetzt dieses hervorragende Buch rausgebracht, nämlich den kleinen Pelham. Moses P.'s Reimwörterbuch, Rödelheimerisch-Deutsch. Es gibt da ja auch sehr viele Sachen, die versteht man nicht unbedingt sofort. Wie zum Beispiel Dissen. Was heißt das denn jetzt nochmal? Ja, Dissen kommt aus dem Englischen, vom Disrespect. Das heißt, jemanden nicht respektieren. Mhm. Das ist Dissen. Wen respektierst du denn? Viele. Als Beispiel? Meine Mama. Wie findet die denn deine Texte? Ich mach dich zu Hundefutter und schick dich zu deiner Mutter. Die findet das obercool. Die empfindet genauso. Aha. Macht die auch Hip-Hop? Nee, meine Mutter macht keinen Hip-Hop. Ich meine, das ging ja jetzt auch ziemlich schnell mit dir. Also, sage ich mal, von heute auf morgen sofort riesige Werbekampagne. Die Platte verkauft sich sehr gut. Jedenfalls für die Zeit, in der sie jetzt schon draußen ist. Und im Prinzip bist du ja noch eigentlich jetzt aus deinem Privatleben herausgerissen worden und auf einmal Showstar. Erster Punkt, wie ist es dazu gekommen? Ganz kurz. Ja, eigentlich ist es alles die Schuld vom Thomas H. vom Rödelheim Hartrein Projekt. Der hat mich da eingeschleust. Den kenne ich nämlich schon aus meiner Schulzeit. Wir sind Parallelklassengänger gewesen. Und wir haben uns mal aus den Augen verloren, dann haben wir uns mal wieder getroffen. Also es war so eine lange Geschichte, acht, neun Jahre. Lange Geschichte. Du weißt, du ahnst ja gar nicht, wer da hinten hinter der Tür auf uns wartet. Es sind die Charts.
Booyaka, Booyaka, da sind wir wieder bei Super. Wir haben Schwester S in Studio, im Studio sagt man, glaube ich, in Deutschland. Ne? Ich glaube, wenn man Rapper ist, sagt man einfach in the house. Ist in the house, richtig? Wir haben sie in the house, in the super house. Und sie macht gerade eine Holzklotz-Performance. Aber wir performen. Hey, jetzt starke anderen. Performance, ein Applaus für die kleine Performance. Hey! Ja, jetzt geht's weiter mit Gero. Nee, eigentlich gar nicht genau mit mir, sondern mit den Leuten hier. Wer hat eine Frage an Schwester S? Du da oben. Ja. Schwester, oh, du heißt selber auch Schwester S. Das bietet sich natürlich an. Was willst du wissen? Ich wollte fragen, ob sie irgendwelche Vorbilder hat, musikalische. Sag's uns. Also Vorbilder würde ich das nicht nennen, aber ich habe natürlich Leute, die mich beeinflussen. Und das ist eigentlich alles querbeet. Von Madonna bis, was weiß ich, Cranberries oder so. Das ist eigentlich alles. Die Cranberries sind doch erst seit 2 Monaten bekannt. Ja und? Aber die können einen ja auch musikalisch beeinflussen. Aber hauptsächlich hast du doch, du nimmst doch auch viele Reime von Moses B. und Thomas Hahn, also ja, von den Rödelheimern. Die beeinflussen mich natürlich am meisten. Du hast ja fast in jedem Song eigentlich Zitate von denen. Wo ist denn so, woran erkennt man deinen eigenen Stil? Naja, ich würde schon sagen, dass ich einen eigenen Stil habe. Also das auf jeden Fall. Das wirst du hören, wenn du meine Platte wirklich hörst, dann weißt du schon, okay, das ist kein Rödelheim Hartreim Projekt 2. Ich hab sie doch schon gehört, Mensch. Ja, ich weiß. War doch nur so eine blöde Frage. Wer will denn noch was wissen? Ich hab noch eine Frage. Frag nur zu. Mich würde interessieren, wie lange du schon in Deutschland bist. Ich hab gehört, dass du vorher in Amerika gelebt hast. Ja, ich bin aber hier geboren und auch hier aufgewachsen. Also das war viel Information. Sozusagen, ja. Und da hast du dann von dem Gangster-Stil aber gar nicht so Gangster-Rap, das ist nicht deine Kiste. Oder hast also du da ich habe noch nie mitgenommen? Gewalt so in dem Sinne mitgekriegt, was du das jetzt meinst. Aber verbale Gewalt kommt ja viel von dir. Ja gut, aber die kannst du auch in China mitkriegen. Da musst du nicht unbedingt nach Amerika gehen. Nee, Gewalt kriegt man überall. Ja, das lesen wir ja tagtäglich in den Zeitungen. Vielleicht gibt es auch noch eine Frage. Ich guck gerade. Da oben. Na komm, mach selber. Hast du eigentlich schon so mit 13, 14 Jahren daran gedacht, Musik zu machen? Gar nicht, überhaupt nicht. Also ich habe erst angefangen bei Wenn es nicht hart ist, also beim Rödelheim Hartreim Projekt. Davor habe ich nie dran gedacht, Musik zu machen. Und wie war das jetzt für dich? Du warst nie groß auf einer Bühne und bist dann jetzt direkt auf Tournee gegangen, auf einmal vor 1000 Leuten. Wie war das? Natürlich bist du nervös, aufgeregt, du weißt nicht, was dich erwartet oder wer jetzt kommt, um dich zu sehen. Und du bist natürlich echt nervös. Was für Leute wollen dich denn sehen? Weiß ich nicht. Werde ich ja dann sehen, wenn die vor mir stehen. Was ist mit euch? Noch was? Da oben. Ich muss immer so hoch klettern heute. Wir müssen ihn mal anders hinsetzen. Ja, also wie bist du zu deinem Namen gekommen? Ich glaube, das ist ganz einfach zu beantworten. Das ist aber echt ganz einfach. Also Schwester, weil ich so immer die kleine Schwester vom Thomas war. Der hat auf mich aufgepasst. So kam das Schwester zustande. Und das S kommt von Sabrina. Das ist mein Vorname. Also Sabrina oder Sabrina? Sabrina halt, aber eigentlich... Aber man merkt, die Zeit in Amerika ist noch ein bisschen präsent. Sie sagt Sabrina. Also, das klingt auch viel charmanter, wenn man sagt Sabrina. Ich sag ja auch immer Harold. Du bist jetzt noch die kleine Schwester vom Rödelheim Hartreim Projekt. Wann wirst du die denn überholen? Du hast ja jetzt schon sehr viel Medienpräsenz. Hm. Was meinst du? Wann hast du es überholt? Wann bist du die große Schwester? Ich werde sie nicht überholen, weil ich werde immer die kleine Schwester von den Jungs bleiben. Es wird immer so sein. Ich bin Einzelkind, ich kann das überhaupt nicht nachempfinden. Ich habe noch eine kleine Schwester, ich weiß sehr wohl, wie das ist. Genauso rührend wie dieses Thema waren auch die Beiträge der Talkbox, die diese Woche in Nürnberg stand. Schaut ey Mann, an. Ja. Super Überleitung. Spitze. Ach, lass die Jungs doch singen. Also, da jetzt erstaunlich tolerant, weil wir haben vorhin schon davon gesprochen, in den Texten immer ein bisschen aggressiv. Und wenn ich mir so die Take That Jungs anhöre, da kann ich mir vorstellen, dass man, wenn man so einen Text rappt und der ist aggressiv, dass sich das eventuell gegen Take That richten könnte. Ist aber nicht so. Ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. Also, da merkt man, Amerika hat zwar seine Spuren hinterlassen, Sabrina, aber auch wurscht, das ist Frankfurter Rödelheimerisch. Ist das richtig? Habe ich das richtig gesagt? Rödelheimerisch oder sagt man hessisch? Sag, was du willst. Also ich meine, was du denkst. Man spricht ja in der Philosophie sogar schon vom Rödelheimismus. Ja, da spricht man von. Und hier, auch dafür empfiehlt sich wieder dann der kleine Pelham. Moses P.'s Reimwörterbuch Rödelheimerisch Deutsch zu beziehen über Moses P. Rödelheim Hartreim. Reime. In deinen Reimen ist auch immer wieder die Rede von Sachen, die da krachen, 9 mm, alles Mögliche. Hast du eigentlich eine Knarre? Oh,
Brauchst du denn eine? Wer weiß? Nee, also ich habe keine und ich brauche auch keine. Das wollen wir hoffen. Aber du hast auch architektonisches Gespür, fällt mir gerade auf. Kann also nicht nur Texte schreiben und singen und rappen vielmehr. Nein, sie kann auch ganz hervorragende Kunstwerke bauen. Das aus wird abgestandenem Hundebier. Das war ein Entwurf fürs neue Superstudio und dafür gibt's Dresche. So, Harald, das muss reichen. Wir sind auch schon so ziemlich am Ende, würde ich sagen. Schwester, es dankt dir. Schade, ich muss mich für Harald entschuldigen, dass er dieses wunderbare Bauwerk zerstört hat. Aber wir kaufen natürlich jetzt alle fleißig die Platte. Tun wir doch! Ja! Und wir gehen auch alle eifrig aufs Konzert. Tun wir doch auch! Also, wie war das? Heute Abend ist in Hannover, ne? Ja. Heute Abend Hannover, wenn ihr Bock habt und Zeit, vielleicht geht sehen hin. Wir uns ja da. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder hier um 5 nach 10. Also macht am besten wieder die ganze Nacht durch. Dann sind Scooter zu Gast. Wir sehen jetzt das Video von Schwester S. Genau. Featuring Rödelheimer. Es heißt, ja klar. Und eure Messages sind auch noch unten drin. Also ja, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.